ich getestet habe. Oberteil ist runtergeflogen, egal. Und hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video von mir. Heute wird es einen Fashion Haul für euch geben. Dieses Video habt ihr euch gewünscht, nachdem ich ein Bild auf Instagram gepostet habe. Und deshalb drehe ich es natürlich sehr, sehr gerne für euch heute ab. Es wird auch noch eine Mega-Verlosung geben, die ich schon mal ankündige. Ich möchte mich nämlich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken für euer tolles Feedback zu meiner Morgenroutine. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es so gut bei euch ankommt. Und ich muss zugeben, es war bis jetzt mein aufwendigstes Video, das ich bei euch abgedreht habe, was mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und dann zu sehen, dass es so gut bei euch ankommt, war mir wirklich, es hat mich mit Liebe erfüllt sozusagen. Wer es nicht gesehen hat, das Video, kann es gerne nochmal anschauen. Ich verlinke es unten in der Infobox und dann könnt auch ihr mir Feedback dalassen, wie ihr meine Morgenroutine so findet. Ja, und ansonsten wird es heute noch einen Beauty-Haul geben, und zwar von der lieben Madeleine. Ihr Kanal heißt Pretty Faces XO. Da könnt ihr auf jeden Fall im Anschluss nochmal vorbeischauen. Ich erinnere euch am Ende des Videos nochmal dran. Und wenn ihr jetzt bei mir Fashion sehen wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Wir legen mal los mit meinem Einkauf bei Only. Und zwar habe ich mir diesen Pullover hier mitgenommen. Ihr könnt schon sehen, er ist eigentlich relativ schlicht. Er hat nur hier hinten dieses Detail. Aber was mir sehr, sehr gut an diesem Pullover gefällt, ist der Kragen. Der ist nämlich mal ein bisschen anders. Und ich finde, man kann hier total schön Statement-Ketten tragen. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn der Pullover einen V-Ausschnitt hat oder einen viel zu großen Kragen, dass die Statement-Kette irgendwie immer total stört. Und das, finde ich, ist jetzt bei dem hier nicht. Der ist sehr, sehr schlicht. Ich habe mir den auch noch in einer anderen Farbe mitgenommen. Den zeige ich euch gleich. Allerdings wollte ich euch noch sagen, dass er hier vorne kürzer geschnitten ist als hinten, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und er hat gekostet 24,95 Euro. Und den allerselben Pullover habe ich mir noch in dieser Farbe hier mitgenommen. Und ich stand davor und habe mir gedacht, Heidi, eigentlich ist das gar nichts für dich. Das ist nämlich das erste und einzige in der Farbe, das ich in meinem Schrank habe. Aber ich fand es doch irgendwie total cool und freue mich auch drauf, den zu tragen. Weil ich finde jetzt gerade dann im Winter, der dann ja jetzt bald kommt, so ein bisschen Farbe gar nicht verkehrt. Und ich bin total gespannt, wie er mir steht. Ihr werdet mit Sicherheit Bilder auf Instagram dann sehen. Der hat natürlich genauso viel gekostet und hat halt auch hier hinten diesen Reißverschluss als Detail. Als nächstes durfte dann noch dieses Kleidchen hier mit bei Only. Ich habe erst überlegt, wegen der Farbe, wegen meinen schwarzen Haaren, die kommen dann überhaupt nicht zur Geltung, aber das ist auch total unwichtig. Mir hat das Kleidchen nämlich sehr, sehr gut gefallen und deshalb habe ich es einfach mitgenommen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, eine Lederimitat-Leggings drunter anzuziehen, dann wirkt es richtig klasse. Und ein dicker Mantel drüber und das Kleidchen blitzt unten so ein bisschen durch, finde ich ganz, ganz klasse. Stiefel und dann ist man angezogen. Ich habe mehrere Kleidchen, die ich auch im Herbst und Winter trage. Es kommt eben drauf an, was man oben drüber zieht, damit man nicht friert. Ich finde es richtig klasse. Das hat gekostet 34,95 Euro. Ich habe es in 34 genommen, auch wenn es ein bisschen weiter aussieht. Es fällt sehr, sehr schön. Hier ist noch ein Gürtel mit dabei für die Taille, damit es ein bisschen figurbetonter ist. Und deshalb bin ich ganz, ganz glücklich, dass ich es mitgenommen habe. Und jetzt kommen wir zum absoluten Schätzchen, das ich mir bei Only mitgenommen habe. Und ich kann euch sagen, dass ich schon ewig wirklich sowas gesucht habe. Und zwar ist es dieses hier, dieses Oberteil, das ich so als Oberteil natürlich nicht alleine tragen würde. Das ist ein bisschen zu gewagt für mich, aber ich möchte es einfach unter Pullis tragen, die vorne ein bisschen kürzer sind. Und dann blitzt es hier unten nämlich so ein bisschen durch. Oder auf Oberteile, die schulterfrei sind, weil ich die sehr, sehr gerne trage, habt ihr bestimmt schon gemerkt. Und dann hier oben einfach so ein bisschen spitze zu sehen ist. Ich finde das ganz, ganz edel gemacht. Also es ist sehr raffiniert gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe sowas wirklich schon ewig gesucht. Das gab es auch noch in Schwarz. Leider nicht mehr in meiner Größe. Und allerdings ist es so, dass es sehr teuer war. Also es hat 24,95 Euro gekostet. Und das ist doch eine Menge Geld für so ein Oberteil. Aber kennt ihr das, wenn ihr etwas sucht und es dann endlich findet und das dann in Kauf nehmt? Also so war das jetzt bei mir. Und ich bin schwer verliebt, wirklich. Schade, dass es eben in Schwarz nicht in meiner Größe da war, sonst hätte ich es mir auch noch gekauft. Und ich finde es einfach, boah, ich finde es so toll, das ist so edel, dieser Stoff. Und oh, ich bin ganz verliebt. Hören wir auf, von diesem Oberteil zu reden, sonst wird das Video zu lang. Wir machen mal weiter mit H&M. Und zwar habe ich mir da diesen schlichten Pullover hier mitgenommen.
Und zwar ist es bei dem hier so, der hat zum einen 19,99 € oder 95 € gekostet. Und ich finde, wenn man so ein Oberteil mit der richtigen Kette trägt, wirkt es richtig, richtig edel. Also eine schwarze Hose zum Beispiel und eine schöne Statement-Kette. Ich habe euch mal meine Fiorella stellvertretend mitgenommen. Das habe ich so auch schon getragen. Das wirkt so, so edel. Also die Kette liebe ich sowieso total. Die kam auch schon in meinen Favoriten vor, habe ich euch schon gezeigt. Die ist von Pieper & Jean. Ich liebe die total. Und ich finde, wenn man was Schlichtes anhat, kann man das eben sehr, sehr gut aufwerten, wenn man dann die Details beachtet. Also man muss nicht immer schickimicki Blüschen haben mit Rüschchen und so weiter, sondern auch ein schlichtes Oberteil kann man sehr, sehr gut aufwerten, sozusagen. Dann dürfte noch dieser Cardigan hier mit bei H&M, und zwar ist er sehr, sehr dünn, wie ihr sehen könnt. Er ist sehr lang geschnitten, was mir sehr gut gefällt. Und bei dem hier ist es einfach so, dass ich mir den anziehen möchte, wenn ich im Büro bin. Einfach ein T-Shirt und diesen Cardigan drüber ist mal angezogen. Kann man nichts falsch machen. Für knapp 10 Euro durfte der sozusagen mit. Und dann habe ich mir noch einen Pullover mitgenommen bei H&M. Und ich kann euch sagen, dass ich wirklich so, so lange auf der Suche bin nach einem schönen, dicken, langen Pullover, der an mir nicht aussieht wie ein Sack Kartoffeln, aber es ist echt schwierig. Also wenn ihr da irgendwas wisst, bitte, bitte, bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwo was gesehen habt. Lasst es mich wissen. Der hier, der kommt dem Ganzen schon etwas nahe. Der ist auch länger geschnitten. Der gefällt mir auch von der Farbe sehr gut. Der ist schön dick. Ich stelle mir das nämlich so vor, also hier steht Sir Oliver, der ist von H&M, ne? Also ihr wisst Bescheid. Da seht ihr auch den Preis, 19,99 €. Den gab es übrigens auch nur in M. In S gab es den nicht mehr für mich, aber ich habe halt gedacht, schön weit. Aber was wollte ich euch sagen? Genau, dass ich mir den gut vorstellen kann, wenn ich eine Weste drüber anziehe, eine Fellimitatweste, ein dicker Schal, und da kann man rausgehen. Jetzt scheint ja auch gerade die Sonne, und da ist man angezogen, man friert nicht. Ich habe mir übrigens auch dieses Top hier gekauft. Das sind so Basics. Die kaufe ich immer bei H&M, weil ich Pullover nie tragen kann ohne irgendwas drunter. Wisst ihr, wie ich meine? Und deshalb dürfte dieses Top hier übrigens auch noch mit. Ja, also so viel zu diesem Pullover. Und das war es auch bei H&M, also der Einkauf von H&M. Das war es soweit. Jetzt zeige ich euch Sachen, die ich mir in einem Online-Shop bestellt habe. Und zwar nennt er sich Dress-In. Es ist nämlich so, dass ganz, ganz viele Blogger immer Sachen zeigen, und ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt möchtest du dir aber mal deine eigene Meinung bilden, und deshalb durften drei Schätze mit, die ich euch jetzt zeigen werde. Das war das Falsche, und zwar diese Bluse hier. Vielleicht könnt ihr da schon ein Muster erkennen, und zwar zum einen ist sie schulterfrei, genau, jetzt fällt sie runter. Also sie ist schulterfrei und sie hat halt diese schönen Details, das heißt, ganz viel Spitze ist damit dran. Das müsste man mit einer High-Waisted Jeans tragen, zum Beispiel, muss man ja nicht, aber ich finde sie halt total edel gemacht. Auch hier vorne mit dieser Kordel und diese kleinen Quasten hier. Und jetzt stellt euch vor, diese wunderschöne Bluse hat nur 6 Euro gekostet, was ich echt der Hammer finde. Also ich finde das so, so toll, gefällt mir richtig gut. Allerdings kommen wir jetzt mal zu einem Teilchen, von dem ich nicht so zufrieden bin. Muss man ja auch mal dazu sagen. Ich sage ja immer meine ehrliche Meinung. Und zwar ist es dieses Oberteil hier. Das habe ich mir ausgesucht, weil es vorne kürzer ist und hinten eben länger. Und weil ich mir gedacht habe, dass ich das auch schulterfrei tragen kann, ne? Wenn ich das hier so zur Seite mache. Allerdings habe ich es gewaschen, bevor ich es eben tragen wollte, und schaut, was passiert ist. Das hat sich hier so zusammengeklebt, dann wollte ich es ganz leicht auseinander machen. Ich war echt vorsichtig, und jetzt hängt mir halt hier die ganze Pampe, was ich echt total doof finde. Auch hier ist noch der Abdruck, und es ist einfach unschön. Ich habe auch solche Oberteile von H&M, von meinen Kindern. Da waren eben diese Teile hier drauf. Das ist ja kein Print, was ist das? Keine Ahnung. Halt, dieses Zeug war da drauf, und die kriege ich auch kaum auseinander, was ziemlich nervig ist, und das habe ich eben bei der Abbildung aber nicht gesehen, sonst hätte ich es gar nicht bestellt. Naja gut, okay, was soll ich machen? Es ist halt so. Es war recht günstig, ich blende euch den Preis nochmal ein. Ich meine 10 Euro, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich blende es euch wie gesagt ein. Und aus diesem Online-Shop habe ich dann noch diese Kette. Und zwar ist es diese hier, da blende ich euch auch nochmal den Preis ein. Ich kann es euch jetzt gar nicht sagen. Sie ist halt hier in diesem Boho-Style gemacht, was mir ja sehr, sehr gut im Moment gefällt. Ich finde, für den Preis kann man da auch echt nichts falsch machen. Also ich bin
bis jetzt zufrieden, werde euch da aber berichten, falls sie kaputt gehen sollte. Und dann habe ich noch einen Online-Shop, da habe ich eine Jacke her und zwar nennt der Online-Shop sich Relax Feel. Und da kann ich euch sagen, dass ich diese Jacke schon mal total liebe. Ich finde die so, so genial. Also zum einen hat sie diesen Wasserfall, was ja sowieso mein Style ist, mag ich ja super gerne. Hier vorne hat sie diese Details und zwar meint man, das wäre Leder, ist natürlich Imitat, Reißverschlüsse und hier hinten hat sie auch nochmal dieses Leder nochmal eben reingenäht, was ich super edel finde. Ich mag auch den Schnitt. Ihr wisst ja, ich mag sehr gerne auch taillierte Sachen und ich finde die Jacke einfach grandios. Ich setze euch übrigens alle Links mal unten in die Infobox, also ich versuche es zu finden, auch das ganze H&M-Zeug, da suche ich mal für euch, falls euch nämlich da was gefällt, damit ihr das dann gleich findet. Dann habe ich mir noch ein paar Schuhe gekauft, die hole ich mal eben, die stehen hier unten und bis gleich. Und zwar durften diese Schuhe hier mit von Schuhtempel 24 und ich kann euch sagen, dass ich mir den Online-Shop erstmal genauer angeschaut habe, denn es ist so, dass die Preise doch sehr niedrig sind und ich mir dann überlegt habe, naja, dann wird es wahrscheinlich an der Qualität fehlen sozusagen, aber ich wollte das Risiko eingehen und wollte euch meine ehrliche Meinung darüber sagen. Es ist so, dass der Schuh wirklich schön geschützt ankam, sieht man ja hier. Er ist sehr, sehr edel verarbeitet. Hier sind überhaupt keine Klebereste, also der ist gar nichts. Ich habe den wirklich sehr genau unter die Lupe genommen. Es sind verschiedene Materialien verarbeitet, was ich auch sehr, sehr edel finde. Und ich glaube, für die Feiertage, die jetzt bevorstehen, ist er bestimmt richtig schick. Natürlich ist bequem was anderes, also wenn ihr sagt, der Schuh ist mir viel zu hoch, da kann ich nicht drin laufen, dann kann ich das natürlich verstehen. Ich bin es gewöhnt, auf hohen Schuhen zu laufen, mir macht es gar nichts aus. Ich habe ihn unten bei uns am Eingang auch schon ausprobiert, also da hat nichts gedrückt und ich bin wirklich total begeistert. Hätte ich nicht gedacht für den Preis, ich bin ehrlich mit euch und wenn ihr sowas noch sucht, könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. So meine Lieben, jetzt zeige ich euch noch ganz geschwind meinen neuen Schmuck und zwar war ich absolut schockverliebt, als er mit der Post angekommen ist. Ihr habt mich auch schon des Öfteren danach gefragt, ich habe ihn euch auch in meiner Morgenroutine gezeigt und zwar spreche ich gerade von diesem wunderschönen Ring. Ich liebe es, so große Ringe zu tragen, der ist wahnsinnig edel und auch diese Armkettchen hier sind wunderschön. Also wie gesagt, ich trage die ununterbrochen, ich bin total verliebt, die habe ich von Pieper & Jean. Wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem edlen Schätzchen, zum Beispiel zum Nikolaus oder zu Weihnachten, wenn ihr was verschenken wollt oder es euch selbst schenken wollt, dann schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Ich werde da immer fündig und ich kann mich immer nicht entscheiden und ihr könnt es ja sehen, also ja, es ist halt genau mein Style. So, jetzt kommen wir zur Verlosung. Ich bin total aufgeregt. Und zwar geht es um ein wirklich ganz, ganz grandioses Geschenk, das ich für euch habe. Es ist von L'Oréal. L'Oréal hatte eine Aktion, von der ich auch berichtet habe. Es ging um die DKMS. L'Oréal wollte nämlich 10.000 Euro spenden, wenn wir es schaffen, 1.000 Hashtags zusammen zu bekommen. Und oh mein Gott, es sind über 1.500 Beiträge zusammengekommen. Also dank euch sind jetzt 10.000 Euro mehr da, die der DKMS zur Verfügung stehen und ich bin total begeistert. Ich sag's euch, ich war so glücklich, als ich die Nachricht erhalten habe und als Dankeschön dieses tolle Päckchen hier verlosen. Ja, was ist da wohl drinnen? Es sind Lippenstifte darin enthalten, in diesem tollen Paket. Wenn man das aufmacht, kommt einem schon mal ein wahnsinniger Duft entgegen. Hier sind 24 Lippenstifte für euch. Ich schicke euch das zu. Lasst mich gerne wissen, ob ihr das gewinnen wollt. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Ich werde es auch so machen, ich werde mir die Hashtags anschauen, die unter denen ich auch verlinkt wurde. Die haben natürlich auch nochmal eine Chance. Ihr könnt natürlich auch noch mitmachen. Da freue ich mich. Macht einfach ein schönes Bild mit eurem Kussmund, mit dem Lippenstift und schreibt Color Your Life for Charity als Hashtag und verlinkt mich drauf, genau wie gesagt. Dann kann ich das Bild auch liken und dann hüpft ihr auch noch mit in den Lostopf. Alle anderen Teilnahmebedingungen schreibe ich auch euch nochmal unten in die Infobox. Schaut auf jeden Fall rein und bleibt auf jeden Fall bitte, bitte ehrlich. Also ich habe mich ja mit einer wirklich
so ein bisschen rumgeärgert, die dann meinte, sie wollte das GHD Glätteisen gewinnen, obwohl ich gar keins verlost habe, was mir ja gezeigt hat, dass sie gar nicht mein Video geschaut hat und dann auch noch frech wurde. Also ich finde, das muss nicht sein. Man kann schon ehrlich sein, einfach drunter zu schreiben, ich will gewinnen. Also zum einen heißt es, ich möchte bitte gewinnen und zum anderen finde ich es einfach total dreist, weil ich jetzt zum Beispiel bei dem hier auch knapp 7 Euro Porto bezahle, das ich aus meiner eigenen Tasche bezahle, was ich natürlich sehr gerne mache. Verlos wahnsinnig gerne, ich schenke euch gerne was, aber bleibt da einfach ehrlich. Und es soll an meine treuen Abonnenten gehen und deshalb verlose ich das für euch. Okay, also in diesem Sinne, so viel zu dieser Verlosung. Ich hoffe, ihr freut euch. Also ich finde es total mega. Und ansonsten schaut jetzt unbedingt noch bei der lieben Madeleine vorbei. Es ist wirklich eine ganz, ganz reizende junge Frau, die bildschön ist, die sich super gut schminken kann. Wie gesagt, sie wird euch heute Beauty zeigen. Und ich verlinke euch auch nochmal am Ende meine letzten Videos, die ihr auch sehr, sehr gerne nochmal anschauen könnt. Ich schreibe euch alles in die Infobox. Und jetzt lasse ich euch aber wirklich in Ruhe. Das Video ist wieder ellenlang geworden. Alles, alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!